Oh, nee. Nee, wir müssen da gar nicht hoch. Wir müssen da... darüber. Da ist zu, da ist zu, da ist offen. Oh Mann, bitte lass mich doch hier endlich raus. Warte mal, wir können hier zurück. Wir müssen uns das merken. Da lang ist die Treppe. Am besten ist natürlich, wenn wir hier hintergehen. Können wir hier? Ne, hier können wir gar nichts machen. Aber wir können uns hier hinter verstecken im Notfall. Weil das sieht mir schon wieder so... Es ist immer... Du musst halt immer schauen, wenn da irgendein Hindernis ist. Dann kann das natürlich sein, ich sage mal zu 70-80%, dass hier irgendwo einer rumläuft, der dir irgendwas anhaben will. Schade, dass wir uns hier nicht unter den Tisch verstecken können. Das wäre natürlich ohne Möglichkeit. Aber anscheinend nicht in diesem Leben. Für den Wäscheschacht werden 3 Sicherungen benötigt. Und der Typ hängt natürlich da mit dem Schlüssel drin, den er an seinem kleinen Finger hat. Und es ist unmöglich, diesen Schlüssel aus dieser Masche hier rauszuziehen, ja? Aus diesem Gitter. Es ist unmöglich, diesen kleinen Schlüssel da rauszuziehen. Also das hätte ich ja auch gekonnt, ne? Der, guck mal, wie nah der ist. Da hätte ich ja mit 2 Fingern rein, zack, vorsichtig raus, umgekippt, zack, in die Masche eingehakt, den Schlüssel. Und dann hätte ich ihn mir rausgeholt. So, ich habe nur noch 4 Batterien, Alter. Das ist richtig geil. Ist hier was? Nee. Hier hinten haben wir wieder Schränke. Das ist... ist natürlich kein gutes Zeichen. Die Batterie ist auch schon wieder halb am Verrecken. Aber heute haben wir es echt. Heute haben wir es echt getroffen. Wunderbar. Wir haben am Anfang echt... so viele Batterien gesammelt. Das Problem ist ja einfach, dass dich das Spiel zum Weitergehen einfach zwingt, ne? In so einer Situation gerade. In so einer Situation zwingt dich das Spiel einfach zum Weitergehen, weil die Batterie ist eh leer. Gleich mal. Und du musst einfach weiter, weil ansonsten hast du keine Energie mehr für die Nachtsicht und dann pray for revelation und ja, dann stehst du im Dunkeln. Ich weiß nicht, was da war. Ich hat ja gar keine Zeit reinzucken. Scheiße, wo sind die? Super. Komm, geh, 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 geh. Wo ist der Schrank? Wo ist der Schrank? Wo ist der Schrank? Wo ist der Schrank? Ich hoffe, es kam jetzt niemand. Ich hoffe, uns hat niemand gesehen. Ich habe nicht mal Zeit gehabt, die Tür zu öffnen. Ich habe jetzt so ehrlich gesagt niemanden gehört, der hinter uns hergelaufen ist. Ach komm, wir gehen einfach. Wir müssen einfach. Wir haben nur noch 3 Batterien, Alter. 3 beschissene Batterien. Oh, der Typ, Alter, der erschreckt mich immer so. Wir müssen da jetzt einfach rein, ne? Hallo? Sie tun mir nichts, oder? Nee, nee. Er hat mir im Kopf geschüttelt. Der Typ ist in Ordnung. Ja, ja, ich weiß. Lass mich hier mal schnell die Batterie nehmen. Ich glaube, der Typ will jetzt was von uns. Ich lasse sie mal besser allein mit ihrem Spielgefährten.
Ich hoffe, er kommt jetzt nicht raus, weil sonst haben wir ein Problem. Ja, wobei bei dem Typen... Wissen nicht, ob der ein Problem darstellt. Hier können wir uns auch drunter verstecken. Aber da sieht man ja voll durch, oder? Eindeutig. Ja, ich glaube nicht, dass... Oh ja, geil! Ich glaube nicht, dass der Typ ein Problem darstellen wird, weil... Der ist doch ziemlich... Ups, falsch. La la la, ich muss zurück. Irgendwo hin, wo die Schränke waren. Wo waren die Schränke? Schränke. Ha. Puh. Alter. Wir können uns ja nicht wehren. Wenn der Typ jetzt die ganze Zeit da rumläuft, können wir vielleicht den Typen in den anderen Raum irgendwie reinlocken, dass die sich dann gegenseitig irgendwie die Köpfe einschlagen oder so? Wäre hoffentlich eine Variante. Jetzt guck mal, wie der da steht, Alter. Oh, scheiße! Du hast mich nicht gesehen. Nicht gesehen. Wo bist du, Alter? Können wir den Typen da reinlocken? Das wäre jetzt sehr interessant zu wissen. Wenn ihr jetzt aber rausgeht, der Typ hat ein Beil in der Hand, der wird uns definitiv... Da ist er. Nicht zu mir. Wo ist er denn? Der Typ hat ein Beil in der Hand. Das heißt, er braucht, ich glaube, maximal 2 Schläge, dann sind wir erledigt. Wir müssen einfach raus. Wir müssen, es nützt nichts. La. Komm schon. Wir brauchen hier ein paar Dokumente. Nein, das war der falsche. Das war noch nicht der Gang. Ich hoffe, hier ist niemand mehr. Was? Oh, Invite. Mann, der Typ, Alter, ne? Der ist schon wieder... Ich renne jetzt rüber an das Zimmer von dem Typen. Vielleicht kloppen die sich gegenseitig. Ich weiß es nicht. Komm. Hey, hier hast du Besuch. Hier, da kommt ihr, ne? Schlagt euch. Komm, geh rum. Der guckt in den Schrank. Ah. Los. Komm. Komm, wir haben jetzt keine Zeit. Los. Wohin? Eine Batterie? Nee, Sicherung. Das war eine Sicherung, Alter. Warte. Wie viel Sicherung haben wir denn jetzt? Invite the Wall Rider. Wir sollen den Wallrider einladen. Zu uns. Oh, scheiße. Bitte nicht. Scheiße. Okay, ganz ruhig. Das schaffen wir. Haben wir jetzt alle 3 Sicherungen? Ich hoffe es, Alter. Nee, stimmt gar nicht. Uns fehlt noch was. Ich weiß so wo.
Ich hoffe, der Typ läuft wieder zurück. Er kommt wieder. Man muss so viel hören in dem Spiel. Man muss da auch mal ganz kurz im Moment einfach ruhig sein. Tschüss. Tschüss, dummer Junge. So, pass auf, ich zeig dir jetzt, wo es lang geht. Tür? Nee, wo waren das? Doch, Tür. So, pass auf jetzt. Komm schon. Ja, genau. Und die Inne fehlt uns noch. Die ist nämlich da hinten drin. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Ganz cool bleiben. Ganz, ganz cool bleiben. Alter, what the fuck? Alter. Mir geht so die Pumpe. Mir zittern so die Beine. Drive in the nails. Das ist der Raum, den wir vor uns gesehen haben. Komm schon. Lass uns die Sicherung holen und hier verschwinden. Komm schon. Komm schon, wo ist sie? Wo ist die Sicherung? Wo ist die Sicherung? Komm schon. Los, komm. Geh. Der Typ läuft da wieder rum. Ach, Alter, ist das Kacke, Mann. Er springt rüber und sieht uns, Mann. Drück, drück, drück. Schieb doch, Alter, was machst du? Scheiße. Was ist das für eine Farce? Was ist das für eine Farce, verdammt? Ich hoffe, der Typ steht jetzt nicht mehr vor der Tür. Also der hat auf jeden Fall nicht gebumst hier. Also die Tür. Okay, Batterie letztes Mal wechseln. Ja. Danke. Komm los, jetzt rein damit. Los, nimm dir den Schlüssel, Alter. Hey, das ist ein fucking Witz, Alter. Das ist jetzt ein fucking Witz. Hey, mein Schlüssel.
Alter, willst du mich verarschen? Mein Schlüssel ist da gerade runtergefallen. Wo war der Schacht? Der war... Wo war der? Wo... Nein! Oh nein, der ist jetzt nicht in den Keller geflogen, in diesem Wäscheschacht, Alter. Ey, dann... Ich krieg die Macke, wenn das so ist. Der ist jetzt nicht in den Keller gefallen. Nee. Ey, das ist ein Scheißwitz. Das ist doch jetzt ein Scheißwitz. Der ist jetzt ernsthaft in diesen Wäschekanal gefallen da. Und ich weiß genau, wer hier unten auf uns wartet. Mac Spacki. 100 Pro. Wo ist dieser verflixte Wäschekanal? Oh nein. Wo ist dieser Wäscheschacht? Ruhe. Nimm doch das Scheißding. Ey, ist das jetzt ernsthaft? Wo ist dieser Schlüssel hin? So, ich warte jetzt mal kurz hier. Auszug aus Projekt Paperclip. Projekt Paperclip, Joint Intelligence Objective Agency. Dokument Nummer 8 von 186, Ablage 230-86465. Auszug. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. A. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Ausgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. B. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichischer Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Okay. Das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Muss ich da jetzt nochmal hin? Ich muss da jetzt nochmal hin, ne? Muss er für was waren das jetzt? Der Schlüssel war für... Ach, für die Tür da, ne? Stimmt. Hey, der ist... Alter... Hier geht doch noch was. Was ist denn hier los? Kommt der Typ wieder, ne? Der Schlüssel? Hör doch mal auf, so zu rumzustöhnen. Das ist ja... Warum leuchtet das?
Ja, schöne Scheiße, Alter. Wo ist der Schlüssel? Wie komme ich jetzt hier weiter? Ich habe absolut keinen Plan, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Ich habe wohl durch die ganze Aufregung, dadurch, dass der Schlüssel dann da runtergefallen ist, habe ich jetzt nie gelesen, was da stand. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt beende, ob ich dann nochmal die Sicherung sammeln muss. Oder hat das Spiel gespeichert? Ich weiß es nicht mehr. Das wäre natürlich jetzt der Vorteil, wenn das hier ein Livestream wäre, weil dann könntet ihr mir helfen und sagen, Wossi, du musst jetzt da und dahin. Oder es hat gespeichert, kannst aufhören, kannst sein lassen. Verdammt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Aber es nützt nichts. Ich muss jetzt, glaube ich, hier an der Stelle mal beenden, das Spiel neu laden und hoffen, dass es gespeichert hat. Und vielleicht könnt ihr in der Zeit bis zur nächsten Session, wenn ich wieder aufnehme, könnt ihr mir sagen, wie ich an diesen Schlüssel komme. Dass ich da bei dem Fahrstuhl, ja, dass ich da ins nächste Stockwerk komme und dann mich mit Vater Martin treffe. Das wäre natürlich sehr nett, wenn ihr das machen würdet, Freunde. Auf jeden Fall, ich mache hier erstmal eine kurze Pause und ich warte so lange. Ja, ich warte so lange, bis ihr mir vielleicht, bis der ein oder andere vielleicht sagt, hier, Wossi, du musst dahin den Schlüssel holen. Wäre auf jeden Fall eine tolle Hilfe, eine tolle Unterstützung und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Däumchen da. Ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und tschüss.